Sendung wird unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbett-Spezialisten. Und Meggert G&C Bautechnik AG, ihr Spezialist für Abschalungs-, Sicherheits- und Fixationstechnik. Unheilbar. Das ist eine Diagnose, die alles verändert. Und zwar von einer Sekunde auf die andere. Das Wissen, dass es keine Heilung gibt, wirbelt das ganze Leben durcheinander. Das von den Betroffenen, aber auch das von Freunden und Familie. Grüezi und willkommen beim Fenster zum Sonntag. Der Tobias Lowe ist 3,5 und leidet an der Alexander-Krankheit. Die Ärzte befürchten, dass er seinen 4. Geburtstag nicht mehr erleben wird. Und Seraina Hintermann erfährt als junge Mutter, dass sie MS hat. Eine unheilbare Nervenkrankheit. Zuerst aber zum Dominik Hirschi. Bevor der 29-Jährige seine neue Arbeitsstelle antritt, will er sich noch einen Traum erfüllen. Er geht Kitesurfen. Ein verhängnisvoller Unfall verändert sein Leben. Dominik Hirschi auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle. Bei der GEWA in Zollikofen arbeitet er als Treuhänder. Wenn ich eine Bilanz anschaue, wenn ich eine Erfolgsrechnung anschaue, dann sehe ich, wie sie finanziell dastehen. Und wenn ich dann noch mit den Leuten rede und sie beraten kann und kann spüren, wie der Betrieb läuft, dann ist das für mich spannend. Und ich lebe mit diesen Betrieben mit, ich leide mit, ich freue mich mit. Und das ist das, was irgendwie unseren Job ausmacht. 2013 hat er sich hier beworben und die Arbeitsstelle erhalten. Ich bitte Sie, dieses zu unterzeichnen und mit beiliegendem Kuvert. Vor Stellenantritt will er sich einen Traum erfüllen: Kitesurfen lernen. In El Guna in Ägypten macht er unter Anleitung seines Freundes erste Versuche. Am zweiten Abend kommt starker Wind auf. Sie wollen abbrechen. Um den Schirm zusammenzuklappen, zieht Dominik die Sicherheitsleine. Doch die verheddert sich. Der Schirm ist dann nicht aufs Wasser, sondern hat sich gefüllt mit Luft und hat mich dann in den Himmel gezogen. Ich weiss nicht genau wie hoch, 5, 6, 7 Meter. Und dann bin ich voll aufs Wasser abgetatscht. Und eigentlich hätte ich dann noch die zweite Safety Line ziehen wollen, die der Schirm ausgelöst hat, dass ich dann gar nicht mehr verbunden wäre. Und der Schirm wäre dann weggeflogen. Aber irgendwie konnte ich meine Arme gar nicht mehr betätigen. Die Leute, die mir das beschrieben haben, er hat gesagt, er sei wie ein toter Sack oder wie ein toter Körper an diesem Schirm gehangen und einfach immer wieder aufgezogen worden vom Wind und wieder runter und wieder rauf. Und ich habe mich einfach nicht mehr bewegt. Endlich gelingt es zwei Surfern, den Kite zu stoppen. Dominik geht unter. Ich habe eigentlich den ganzen Unfall voll miterlebt. Ich war nie ganz weg, außer dem Moment, wo ich mehr trinken war. Habe ich eigentlich abgeschlossen gehabt. Oder ja, irgendwie für mich. Ich bin einfach, ich habe gemerkt, ich kann mich nicht mehr bewegen und bin einfach am Ertrinken. Zufällig kommt ein Schweizer Arzt zur Unfallstelle. Er hilft bei der Bergung und organisiert die Rückholung durch die Rega. Dominik wird im Inselspital operiert und 48 Stunden nach dem Unfall ist er bereits im Paraplegikerzentrum in Notwil. Ab dem 4. Halswirbel ist er gelähmt. Diagnose: unheilbar. Er durchlebt eine Krise. Kurz vor dem Unfall war seine langjährige Beziehung zerbrochen. Ein Kollege hatte sich das Leben genommen und nun landet er im Rollstuhl. Er fühlt sich von Gott im Stich gelassen. Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass ich jetzt ein paar Tage, ein paar Wochen und dann kann ich wieder laufen. Ich glaube, Gott heilt mich gerade wieder und ich bin gleich wieder gesund. Und als ich das realisiert habe, dass das nicht so ist, habe ich mich richtig verarscht. Bin ich mir richtig verarscht vorgekommen
Und ich wusste nicht, gewusst, was jetzt das soll. Mir hat das überhaupt nicht aufgegangen mit dem, was ich geglaubt habe. Und dann ist mir wie Gott begegnet, einfach in seiner Liebe. Und dann habe ich gemerkt, jetzt kann ich nichts mehr leisten. Ich habe mich gefragt, bin ich noch wertvoll? Und Gott hat mir einfach gesagt, ich liebe dich. Und egal wie du bist, ich liebe dich. Doch die bittere Enttäuschung sitzt tief und blockiert ihn. Erst als er liest, wie ein Mann Gott vergibt, schöpft er Hoffnung. Eigentlich habe ich mich wieder nach dieser Beziehung gesehen, die vorher so gut war. Und darum habe ich das probiert, Gott zu vergeben. Ich habe gesagt, schau, du hast mir schon manchmal vergeben. Ich probiere dir jetzt auch zu vergeben für die Situation, die er mich reingeführt hat. Und langsam ist die Beziehung wieder gekommen. Ich habe heute noch Momente, wo ich denke, es geht nicht, ich mache nicht mehr, ich bin fertig. Und es ist einfach krass, wie der Friede plötzlich wieder kommt. 10 Monate Rehabilitation in Nutwil bereiten ihn auf sein neues Leben im Rollstuhl vor. Vieles muss er neu lernen. Auch Autofahren in einem speziell für ihn umgebauten Fahrzeug. Ich habe mich lange schwer getan, mit welches Auto es sein soll. Aber dadurch, dass ich so hoch bin, habe ich so eine hohe Karre gebraucht. Beziehungsweise so eine hohe Öffnung. Ich gebe zum Beispiel mit den Händen Gas geben. Dann ziehe ich hinten, so einen Hebel. Und ich bremse, wenn ich nach vorne stosse. Weil ich die Finger nicht kann, beugen oder strecken und nichts festhalten kann, habe ich so ein Teil am Steuerrad, wo ich das Steuerrad drehen kann. Er ist täglich mit dem Auto unterwegs. Für ihn ein Stück Lebensqualität und Freiheit. Dominik wohnt in einer auf ihn zugeschnittenen Wohnung. Er benötigt regelmäßig Unterstützung. Seine Assistenzperson hilft ihm tagsüber bei vielen Handgriffen und bringt ihn abends zu Bett. Morgens beim Aufstehen und Ankleiden hilft ihm die Spitex. Dass ich jetzt immer jemanden um mich herum habe. Am Anfang war es furchtbar. Es ist falsch kontrolliert, aber schlussendlich ist es so. Man kann dann nichts mehr machen, was die andere Person nicht merkt. Jetzt habe ich mich wie ein bisschen daran gewöhnt. Ich konnte es noch nicht so akzeptieren, aber ich kann mittlerweile damit leben. Zum Abendessen kommen heute Dominiks Eltern vorbei. Der Unfall passierte an ihrem 30. Hochzeitstag. Ein großer Schock, der ihren Glauben an Gott erschütterte. Das ist sehr brutal gewesen. Zuerst habe ich gedacht, nein, das kann es nicht sein. Aber gleich ist das relativ schnell gekommen. Herr Jesus, du kennst alles und weisst alles. Und du weisst, wieso du es gemacht hast. Man versteht Gott nicht. Das habe ich schon mehr erlebt. Also, dass er einen Weg führt, den man nicht versteht. Aber so krass schon noch nie. Und als Mutter ist es wahrscheinlich noch schlimmer zuzuschauen, als wenn man es selber erlebt. Dass trotz des Unfalls viel Gutes zum richtigen Zeitpunkt passierte, ist für Dominik kein Zufall. Dass das alles so passiert ist, dass der Arzt oder sogar mehrere Ärzte rum waren. Es hat einfach jemand wollen, dass ich überlebe. Und es hat auch jemand wollen, dass es mir gleich noch einigermaßen gut geht. Warum habe ich mich wieder bei GEWA beworben, wo Leute wieder integriert werden? Ich hätte nicht besser wieder integriert werden. Ich bin Gott mega dankbar, dass das so ist. Sich abends mit Kollegen treffen, etwas gemeinsam unternehmen, das ist fast so wie in früheren Tagen. Einfach eins zusammen nehmen und es gemütlich haben. Und da fühle ich mich überhaupt nicht eingeschränkt. Das kann ich genau gleich, ob ich im Rollstuhl bin oder Fußgänger bin. Für die Zukunft hat Dominik noch Pläne.
Was ich unbedingt gerne mal Gleitschirm fliegen und reisen. Ich probiere dem auch mein Busli umzubauen, dass wir gerne in die Ferien gehen können. Beruflich ist es ein Traum von mir, mal ein eigenes Treuhandbüro zu haben. Muss nicht sein, aber wäre cool. Bis 6 Monate war der Tobias ganz ein normales Baby. Ein lebiger, herziger Sonnenschein. Wo er aber dann immer häufiger anfängt zu erbrechen, machen sich die Eltern grosse Sorgen. Die Diagnose? Die ist ein Schock. Morbus Alexander. Nach und nach verliert das Kind alle Fähigkeiten. Familie Loy beim Spaziergang. In einem Kinderwagen David, 2 Monate alt. Im anderen der 3,5-jährige Tobias. Mit dem Trottinett Daniel, 6 Jahre alt. Im Moment ist sicher das eine, dass wir 2 Kinderwagen haben und 2 Kinder, die nicht laufen. Mit dem Tobias im Speziellen ist das, dass er halt manchmal plötzlich erbrechen kann oder Schleim auf den Husten. Und das kann bei manchen Leuten dann wirklich gemischte Gefühle auslösen, wenn man ein anderer Mensch ist. Also haben wir schon alles erlebt, von Mitgefühl bis über Entsetzen und davonlaufen. Trotzdem genießen sie ihre kleinen Ausflüge. Vater Sammy macht viele Fotos, hält jeden Moment mit Tobias fest. Die Familie ist mir natürlich sehr wichtig. Und jetzt vom Tobias her, einfach von ihm Bilder machen, ist mir auch ganz wichtig, dass wir möglichst viel haben. Auch wenn vielleicht ein paar verschwommen sind oder so, das macht nichts. Aber wir haben auf jeden Fall Erinnerungen. Tobias hat Morbus Alexander, eine seltene genetisch bedingte Erkrankung. Nach und nach verliert er alle Fähigkeiten. Die Krankheit ist unheilbar. Tobias kann nicht mehr schlucken, nichts essen, nichts trinken. Er leidet unter Krämpfen und Bewegungsstörungen. Können kann er nicht mehr so viel, leider. Das ist einfach die Bewegungen, die er macht, ja, die sind irgendwie eher unkontrolliert. Aber wir sind auch dankbar, dass er sich noch so bewegt, dass er nicht einfach nur noch liegt, dass er nicht wirklich ganz, ganz schlaff wird. Aber wenn man nicht mehr etwas her hat, greifen und so, das tut er nicht mehr. Sehen tut er ja gut. Wenn der Daniel plötzlich angesprungen kommt, er dreht den Kopf und schaut. Oder auch wenn wir bei den Tieren sind, Kühe oder Schafe, er schaut einmal sehr interessiert zu und reagiert schon. Tobias wird 2011 geboren, ein Wunschkind. Er ist quicklebendig und entwickelt sich gut. Nichts deutet darauf hin, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte. Mit 6 Monaten angefangen, schwallartig erbrechen, wie aus dem Nichts raus. Und als ich es so dem Arzt dann erzählt habe, hat er gesagt, ja, aber es gibt so kürzlich Kinder, die einen halt mehr, die anderen weniger. Und ich musste, für mich habe ich gedacht, ja, eben, der Daniel, unser Gross, der hat auch schon relativ viel rausgegeben, aber das war etwas anderes gewesen. Als sich seine Entwicklung verlangsamt, beginnen umfangreiche Abklärungen. Dann die Schockdiagnose. Tobias leidet an der Alexander-Krankheit. Zuerst ist es sicher nicht zu glauben. Also man denkt, ja, da kommt er schon wieder gut, ja, das ist jetzt Erbrechen. Wir glauben und wir haben die Hoffnung, dass es gut kommen kann. Und ja, mit der Zeit merkt man dann halt, das ist eben leider doch nicht so. Es wird nicht besser. Ja, und das, ja, das mag einem dann schon recht. Es war ein grosses Gefühlchaos, als ich am Anfang nicht gewusst habe, wie ich das auf die Reihe bringen soll. Genau, das hat man uns damals noch nicht gesagt, aber mittlerweile haben sie uns etwas neuere Sachen gesagt, einfach weil der Verlauf von Tobias Suchtkrankheit sehr schwer ist. Und sie haben uns gesagt, dass er den nächsten Geburtstag wahrscheinlich nicht wird überleben. Tobias, komm mir helfen! Au! Schau, was sie da machen. Schau mal, jetzt kann ich Tobias überlassen. Die Zeit, die ihnen mit Tobias bleibt, wollen sie bewusst erleben. Dass keines der Kinder dabei zu kurz kommt, ist ihnen wichtig.
Ja, wir müssen da schon ein bisschen drauf schauen. Das ist schon nicht ganz so einfach, dass wir halt bewusste Zeit haben und wir einfach sagen, jetzt machen wir mit dem Daniel etwas. Hat es mal gegeben, dass ich sogar mit dem Reisen gemacht habe. Mal auf Arosaufen im Winter, nur wir zwei. Und sonst müssen wir mal Zeit nehmen, mit dem so auf die Schaukel gehen, damit sie auch so noch mit dem Zeit verbringen kann. Wir haben eine Pause. Gell, Fabi? So, ist das mal reintragen. Seit 3 Jahren wird die Pflege von Tobias ständig aufwendiger. Obwohl Tabea Pflegeassistentin ist, kommt sie an Grenzen. Also gerade das Erbrechen, das kann sehr intensiv sein, wenn es manchmal fast nicht aufhören will und er nur noch am Brüllen ist und ich eine Hilflosigkeit habe, als Mutter nicht weiss, was machen. Da komme ich an meine Grenzen. Und da ist für mich einfach das Festhalten an Gott. Gott hat Kraft und Macht, Menschen zu heilen und gesund zu machen. Bei mir hat das teilweise dann schon auch Wut auslösen können. Als ich Gott auch wirklich gesagt habe, ich verstehe es nicht. Und warum tust du nicht wenigstens, dass das Erbrechen aufhört, wenigstens, dass es ihm besser gehen darf? Und ich durfte einfach erleben, Gott hat mich wieder ruhig gemacht. Wir sind jeden Tag wieder neu auf Gott angewiesen. Auf sein Durchtragen, auch gedanklich, wenn man Gedanken hat, dass man einfach auch sagen darf, ich lege das her, schau du dafür. Ich komme nicht mehr zu Schlag damit, ich komme nicht mehr aus damit. Ja, und dann darf man sich einfach wieder gedreht und auch berührt fühlen. Bei der Pflege wird Tabea morgens durch die Spitex unterstützt. Abends verabreicht sie Nahrung und Medikamente in die Darmsonde. Tobias Zustand verschlechtert sich kontinuierlich. Der Brechreiz lässt sich nicht unterdrücken. Wie lange Tobias noch bei Ihnen sein wird, wissen Sie nicht. Ich glaube, du bist froh, wenn du büßern kannst. Wenn er so leidet, oder eben wenn er die Erbrechungszeiten hat oder wenn es mal sonst schlecht geht, ist mir manchmal der Gedanke gekommen, man sollte bei ihm nicht mehr um Heilung beten, sondern um Erlösung beten, dass er einfach zum Herrn gehen kann und dass er auch einfach gnädig abschieden kann. Ja, jetzt geht es wieder, gell? Er hat auch wieder die schönen Momente, wo er am Familiengeschehen teilnehmen kann, wo er lachen kann. Und das sind so wertvolle Momente. Und wo ich denke, er hat trotz allem noch ein lebenswertes Leben. Irgendwann wird es so weit sein, wir wissen nicht wann, aber es ist in Gottes Hand und das ist gut so. Multiple Sklerose ist eine chronische Erkrankung vom Zentralnervensystems. Obwohl weltweit 2,5 Millionen Menschen an MS erkrankt sind, gibt es bis heute keine Heilung. Zeraina Hintermann hat diese Diagnose vor etwas mehr als 14 Jahren bekommen. Und das völlig unerwartet. Einmal in der Woche geht Zeraina Hintermann reiten. Die Reitstunde tut ihr gut und stärkt ihren Rumpf. Sie leidet an Multiple Sklerose und kann nicht mehr ohne Hilfe sitzen. Wenn ich reite, dann ist es das Highlight der Woche. Ich finde es auch schön, da mit diesen vielen Gerüchen und das Ross. Und ich finde es ist extrem schön. Annette Baumgartner trainiert schon seit Jahren mit Zeraina. Sie ist überzeugt, dass Zeraina die wöchentlichen Stunden gut tun. Zeraina, die eigentlich eher der Typ ist, der sehr, sehr wenig Kraft hat. Bei ihr ist es ganz, ganz starkes Muskeltraining. Und dann ist es noch ein sehr gutes Gleichgewichtstraining. Weil der Patient muss sich anpassen auf den Rhythmus des Pferdes. Und es geht auf unebenem Boden, wir sind im Wald. Es geht bergauf und es geht bergab und der Patient muss sich anpassen. Dass Zeraina überhaupt reiten kann, ist nicht selbstverständlich. Sie hat ihre Therapeuten. Und braucht aber auch immer jemanden, der sie bringt und holt. Also während ich reite, vergesse ich nicht, dass ich krank bin. Und dass ich eigentlich mich nicht so gut bewegen kann. Es ist ein Training und
es ist nicht einfach nur Spass. Also es ist ein schöner Spass, aber es ist auch Arbeit. Nach dem Reiten fühle ich mich meistens oder jetzt auch erschöpft. Und der Aufwand, hier hinzukommen, lohnt sich auf jeden Fall. Es ist auch toll, mit diesen lieben Frauen hier zu sein und der Kontakt mit dem Ross und überhaupt. Begonnen hat alles im Jahr 2000. Seraina stolpert häufiger über ihre Füße und fühlt sich, als hätte sie Clownfüße. Sie nimmt das nicht zu ernst, geht aber dennoch zum Arzt. Der Hausarzt hat mich dann auf Basel geschickt. Und zu Basel haben sie nachher auch relativ lange und umfangreiche Untersuchung gemacht und auch eine Rückenmarkspunktion. Und nachher haben sie mich alleine zitiert und mir das in einem so einem Räumchen eröffnet, dass ich MS. Alles andere haben sie ausschliessen können. Und ich habe bis dort von MS noch überhaupt nichts gewusst. Also ich habe gemeint, MS heisse Muskelschwund. Daniel Hintermann ist Pfarrer der reformierten Kirche in Schöftland. Er hat sein Pensum auf 70% reduziert, damit er seine Frau pflegen kann. Als Paar und Familie war das schon eine grosse Herausforderung gewesen, natürlich auch eben für Kinder. Die Kinder waren noch relativ jung, weil sie gewusst haben, es ist zwar eine schwere Krankheit, aber sie stirbt nicht gerade dran. Das war schon mal wichtig gewesen, also auch für mich. Oder? Also es ist zwar eine schwere Krankheit, aber es ist jetzt nicht Krebs. Oder, das ist so eine Krankheit, wo man gerade weiss, jetzt sind es nur noch 2-3 Jahre. Ja, es hat geholfen. Also einerseits das Gebet, das gemeinsame Gebet, Gespräche mit anderen Leuten. Wir sind glaube ich, auch eine Zeit lang dort in eine Beratung gegangen. Gell? Mhm. Ja, das sicher ist auch wichtig gewesen. Ich habe, bevor die Diagnose kam, fast jede Nacht geträumt. Es ging an einer schriftlichen Prüfung. Und in diesem Traum bin ich an die Prüfung gekommen, ich habe das Papier angeschaut und gedacht, ich habe nicht gelernt auf das. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt da so schreibe. Und wo nachher die Diagnose kam, ist, habe ich gewusst, aha, das ist meine Lebensaufgabe jetzt. Und dann ist der Traum vorbei gewesen. Der ist nachher nie mehr gekommen. Nie mehr. Seit der Diagnose vor 14 Jahren schwinden die Kräfte von Seraina stetig. Sie leidet nicht an Schüben, sondern ihre Art der MS verläuft chronisch. In ihrer Freizeit liest sie gerne, was gar nicht so selbstverständlich möglich ist. Ich lese extrem gern, weil es andere Welten aufmacht. Mit dem Lesen bin ich plötzlich zu Australien, oder? Das wäre viel komplizierter, einfach so. Aber mit Lesen ist es einfacher. Ich kann kein normales Buch lesen, weil meine Hände nicht im Stand sind, die Seiten umzublättern. Und mit dem iPad geht das. Seraina ist heute voll pflegebedürftig. Und doch bleibt sie aktiv. Sie kann mit technischen Hilfen telefonieren, E-Mail schreiben und ist so involviert in ihrer Kirchgemeinde. Markier vorbeikommen. Vorbeikommst. Ich engagiere mich einerseits in der Kirchengemeinde sehr gerne. Halt immer im Rahmen von meiner Möglichkeiten, klar. Aber ich versuche zum Beispiel mit anderen Frauen zusammen den Weltgebetstag zu organisieren. Und ich helfe auch mit im Hauskreis, den wir haben. Für mich sind die persönlichen Kontakte zu den Leuten sehr wichtig. Und darum gehe ich auch raus. Ich will mich nicht einschränken. Hoi, Seraina. Seraina ist Psychologin und bei der Beratungsstelle Sela angestellt. Im Durchschnitt kann sie pro Woche 2 Gespräche anbieten. Da diese bei ihr zu Hause stattfinden, gibt das logistisch wenig Aufwand. Ich arbeite auf meinen Beruf, weil er mir Spass macht. Und wenn ich so arbeite, dann fällt der Rollstuhl irgendwie wie weg. Und ich kann mit dem arbeiten, was ich noch habe. Also ich habe einen Verstand, ich habe einen Kopf, ich habe ein Maul, ich habe Ohren. Und mit denen kann ich arbeiten und die sind gesund. Ganz gesund, meistens. Wenn Serainas Ehemann arbeitet, wird sie von ihrer Assistentin betreut.
Die tägliche Unterstützung ist eingespielt und vertraut. Hallo, ich bin's. Hallo. Hi, Serena. Hi. Wie hast du es? Gut. Hast du einen guten Morgen gehabt? Ja. Ich habe gelernt, reinzuwachsen in das Schicksal. Es ist ein tägliches Ringen. Am meisten Angst habe ich in der Entwicklung der Krankheit, dass ich nicht mehr reden kann. Und das gibt MS Patienten, die nicht mehr reden können. Dann könnte ich nicht mehr arbeiten. Meine Krankheit kommt mir manchmal vor, wie meine Grenzen werden immer enger und immer enger und immer enger. Und wenn ich nicht mehr reden kann, dann bin ich dann auch noch im Schrecken aus. Ja, das weisst du, dass ich dich auch wieder mir ist der Glaube natürlich auch eine Hilfe, weil ich mit Gott im Gespräch bin und weil ich mit Gott, ich habe es Gegenüber zum Ringen. Aber der Glaube ist mir nicht einfach schlicht eine Vereinfachung, sondern es stärkt meine Muskeln zum Widerstand. So, ja. Jeden Freitag kommt die Schwiegermutter von Serena. Sie hilft bei den Hausarbeiten und kocht. Samuel, der jüngste Sohn, holt seine Mama zum Essen. Meine Familie ist sehr stark involviert. Meine Söhne, ich denke, im Zusammenhang mit der Krankheit haben sie wie mehr gelernt, soziale Kompetenzen. Also sie sind sehr hilfsbereit, sehr aufmerksam. Ja, ich denke, in dem haben sie sich mehr können schulen oder gelernt. Aber am Anfang der Krankheit war es mir wichtig, dass sie nicht zu fest involviert sind. Zwei der drei Söhne sind heute zum Mittagessen da. Und sie wirken wie eine ganz normale Familie. Vielleicht liegt das am pragmatischen Umgang mit ihrer Krankheit. Ich will nicht fragen, warum. Ich muss mir eher überlegen, was mache ich jetzt mit dieser Herausforderung. Es ist eine Herausforderung. Aber ich probiere das so gut wie möglich anzupacken. Und ich hoffe eigentlich auch, dass das, wenn ich es anpacke, auch ein Zeugnis für Gott sein kann. Der Diagnose MS hat sich auch die deutsche Fernsehpfarrerin Andrea Schneider stellen. Wir verlosen 5 Exemplare von ihrem Buch «Eigentlich kerngesund. Mit Hindernissen mutig leben». Wenn Sie gerne eins möchten, dann schreiben Sie uns mit dem Stichwort «unheilbar» bis am nächsten Donnerstag. In einer Woche trifft Rudi Oseran die Schweizer Fernsehpfarrerin Sibylle Forrer zum Sommerpicknick. Und in eigener Sache, am 5. September haben wir Tag der offenen Tür. Es gibt das Fenster zum Sonntag, nämlich seit 20 Jahren. Infos dazu auf sonntag.ch. Am Wochenende vom 12. begrüße ich Sie dann wieder am Bildschirm. Dann geht es um Männer. Bis dahin sage ich Tschüss, danke fürs Dabeisein und bis bald. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbett-Spezialisten, und Merget G&C Bautechnik AG, ihr Spezialist für Abschalungs-, Sicherheits- und Fixationstechnik.